Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind zu einer neuen Ausgabe aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Ja, heute geht es bei uns um ein Thema, das früher oder später jeden von uns betrifft, das Alter. Zwar sind wir Allgäuer bekanntermaßen ziemlich robust, trotzdem braucht der eine oder andere irgendwann professionelle Pflegehilfe. Jetzt platzen aber die Alten- und Pflegeheime aufgrund des demografischen Wandels aus allen Nähten. Und wirklich Besserung ist auch nicht in Sicht. Die Leidtragenden sind neben den Patienten auch die Pflegerinnen und Pfleger. Und mit genau denen treffen wir uns heute und sprechen über die angespannte Situation. Wir besuchen heute das Seniorenpflegeheim Heinzelmannstift in Kaufbeuren. Es sieht alles idyllisch aus, ideal, um in Würde und Ruhe zu altern. Doch was die Bewohner natürlich nicht mitkriegen sollen, hinter den Kulissen brodelt es. Es ist 11:55, sagt Heinzelmannstift-Geschäftsführer Gerhard Heiligensetzer. Zu viel Zeit der Untätigkeit ist vergangen und jetzt werde man vom demografischen Wandel plötzlich überrascht und vor allem hart getroffen. Man hat also vor 30 Jahren schon gesehen, von der demografischen Entwicklung her, dass die Entwicklung so ist, dass wir wesentlich mehr Pflegefälle bekommen. Wesentlich weniger Arbeitskräfte, die in dem Bereich arbeiten. Der Beruf wesentlich interessanter geschildert und umgesetzt werden muss. Und da ist in der Vergangenheit ein bisschen Versäumnisse zu verzeichnen. Versäumnisse, die gravierende Folgen haben. Alte Menschen, hilfsbedürftige Menschen können nicht aufgenommen werden. Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, müssen abgewimmelt werden. Und zugleich bleiben viele Zimmer in den Alten- und Pflegeheimen der Region leer. Wie kann das sein? Der Grund ist so simpel wie schwer zu beheben: Fachkräftemangel. Marianne Bauer, Pflegedienstleitung im Heinzelmannstift, ist eine der Leidtragenden. Unsere Probleme liegen darin, dass wir einfach zu wenig Stellen haben. Allein durch die Veränderung des Pflegestärkungsgesetzes 2 ist in unserer Einrichtung sind 1,5 Stellen weniger. Und mit dem müssen wir zurechtkommen. Wenn bei uns Mitarbeiter ausfallen durch Erkrankung, müssen wir jemanden aus dem Frei holen, sodass es für die Mitarbeiter oft sehr schwierig ist, einen verlässlichen Dienstplan zu erhalten. Und wenn Sie sich vorstellen, dass es auch mal zu mehr Krankheitsausfällen kommt, dann ist es schon eine schwierige Situation. Und momentan arbeite ich auch immer wieder mal mit. So ist es auch in anderen Einrichtungen, wie ich erst gehört habe. Zum anderen ist es ein großes Problem, dass wir keine Pflegekräfte bekommen. Es ist momentan überhaupt nichts auf dem Markt. So dauert es in unserer Region derzeit ca. 140 Tage, bis eine einzige Altenpflegestelle besetzt werden kann. Das heißt, im Jahr können 3 offene Stellen im ganzen Allgäu ausgefüllt werden. Das ist erschreckend und die Entwicklung wird im gesamten Allgäu nicht besser. Im Gegenteil. Also wenn ich die letzten Statistiken gelesen habe, ist es viel dramatischer, als man bisher geglaubt hat. Und ich darf auch so weit sagen, dass bis 2030 allein in Bayern ungefähr 260.000 Pflegekräfte fehlen. Die Lage ist dramatisch. Der Hilferuf der Pflegerinnen und Pfleger geht vor allem derzeit in Richtung Politik. Stefan Stracke, der Kaufbeurer Bundestagsabgeordnete der CSU, hatte in den letzten Wochen oft Kontakt mit den Hilfesuchenden. Er versichert ihnen, dass die Probleme in der Politik ernst genommen werden. Der Stellenwert ist ein sehr hoher. Das Dreh- und Angelpunkt guter Pflege sind die Menschen, die pflegen wollen, die pflegenden Angehörigen, aber natürlich diejenigen, die es auch im Hauptamt machen. Deswegen widmet sich dem der Politik sehr, sehr intensiv. Trotzdem findet das Thema Altenpflege keinen Platz im Bundestagswahlkampf. Unverständlich für Gerhard Heiligensetzer und seine Mitstreiter. Keine Partei hat das Wort Pflege überhaupt in ihrem Wahlprogramm drin. Und das ist für mich erschreckend. Ja, das ist schade, das finde ich eigentlich auch, weil die größte Wählerschaft sind tatsächlich Menschen über 65 mit über 20%, auch hier in Bayern. Und ich finde es ganz spannend, dass das Thema so gar nicht in der Bevölkerung wirkt. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich anmahnen möchte, dass die Menschen, die vielleicht noch nicht pflegebedürftig sind, aber merken, es gibt jemanden im Umkreis, einen Verwandten oder Angehörigen, der pflegebedürftig ist, sich mit dem Thema auseinandersetzt, und zwar frühzeitig. Die Leidtragenden am Ende sind Marianne Bauer und ihre Kolleginnen und Kollegen. Das Arbeitspensum ist hoch, der persönliche Druck noch höher. Schließlich hat man eine emotionale Verantwortung, die es schlicht unmöglich macht, nach genau 8 Stunden Arbeit alles stehen und liegen zu lassen.
Man möchte jeden Menschen bestmöglich versorgen, aber der Tag hat eben nicht mehr Stunden. Tariflich steht jeder Pflegekraft über 6 Stunden Dienstzeit eine Pause zu und die fällt dann schon oft mal runter. Und auch das Nachhausegehen nach einer 8-Stunden-Schicht ist oft nicht so pünktlich. Und das ist ehrenamtliche Arbeit, die die Pflegekräfte leisten. So kann es nicht weitergehen. Und ich denke, es muss aus breiter Sicht heraus müssen Lösungen gesucht werden und gefunden werden. Politik, Wirtschaft, Verbände und so weiter, um in den alten Pflegeeinrichtungen Verbesserungen und zwar langfristig sicherzustellen, weil es wird immer mehr ältere Menschen geben und es wird aber immer weniger junge Menschen geben, die den Beruf erlernen wollen. Die Probleme sind klar, doch es braucht Lösungen. Und in Sachen Lösungsfindung gehen die Meinungen weit auseinander. Wir haben in den letzten 4 Jahren 5 Milliarden Euro mobilisiert für die Pflege, viel, viel Geld, so viel wie in keinem anderen Sozialversicherungsbereich. Gut, die Politik hat jetzt schon Geld wieder bereitgestellt, es sind 5 Milliarden insgesamt, aber ich denke, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn alles Geld der Welt hilft meist nur selten dabei, ein ganzes Berufsbild wieder attraktiver zu machen. Und genau darin liegt auch ein großer Punkt, der Ruf in der Altenpflege ist schlecht. Sehr schlecht, das bestätigt uns auch Jasmin Vorderer. Sie ist Pflegekraft in der Heilig-Geist-Stiftung in Nesselwang. Also ich war letztens mal in der Sozialpflegeschule in Kempten und habe mich mit denen halt unterhalten. Und Sozialpflegeschule macht in 3 verschiedenen Bereichen ein Praktikum, Krankenpflege, Altenpflege und Behindertenhilfe. Und von denen wollte keiner in die Altenpflege. Die haben alle gesagt, dass die Praktika, die sie gemacht haben, waren sowas von furchtbar. Und ja, weil sie halt auch ausgenutzt worden sind, mitgekriegt haben, wie unzufrieden die Pflegekräfte sind. Und dann haben sie gesagt, nee, dann wollen sie da nicht hin, ja. Genau hier sieht Vorderer einen großen Fehler, den in der Vergangenheit viele Senioren und Pflegeeinrichtungen selbst gemacht haben. Zu wenig Eigenwerbung für den Beruf oder ganz im Gegenteil, Abschreckung. Denn wer bereits in den Anfängen schlechte Erfahrungen gemacht hat, der wird diesem Beruf von Anfang an den Rücken kehren. Ja, einfach alleine schon, wenn jetzt junge Leute hier ins Praktikum kommen, dass sie denen halt die schönen Seiten von diesem Beruf zeigen und die nicht sagen, so jetzt gehst du mal Betten putzen oder machst halt irgendeinen Blödsinn bloß, dass ich halt meinen Frieden habe, sondern ja, ich muss denen halt die einfach richtig einführen und denen das Gefühl geben, das ist ein schöner Job, was es ja eigentlich im Prinzip auch ist. Ja. Zu viele schwarze Schafe in der Pflege hätten den Ruf einer ganzen Branche ruiniert oder zumindest angeknackst. Für Vorderer schade, sie liebt ihren Beruf. Weil ihr einfach sagt, dass ja, mir erfüllt das halt einfach. Ich gehe halt jeden Tag mit einem Gefühl heim und weiß, ich habe halt was Gutes getan, ich habe was für Menschen getan und ich habe auch schon mal mich anderweitig orientieren wollen und habe dann also in einem Büro halt ein Praktikum gemacht und habe nach einem halben Tag gesagt, ich muss jetzt wieder gehen, weil das halt, das hat mich nicht erfüllt. Das, ja. Doch wie kann man den Ruf wiederherstellen? In der Gesellschaft und auch unter den Pflegerinnen und Pflegern selbst ist die Meinung über den Beruf oft eindeutig. Schlecht bezahlt, unregelmäßige Arbeitszeiten, Überstunden und. Wenn dann noch schlechte Erfahrungen von anderen dazukommen, schreckt das junge Menschen davor ab, überhaupt einen Einblick in die Pflege haben zu wollen. Für mich ist es ganz wichtig, ein soziales Jahr wieder einzuführen, um einfach ein Umdenken bei der Bevölkerung zu erreichen. Dann den Beruf so interessant und lukrativ zu machen, dass der wieder für junge Menschen sagt, Mensch, das will ich machen. Das will ich machen aus, ja, der Mensch ist mir einfach wichtig. Und Altenpflege ist für mich einer der schönsten Berufe auf der Welt. Zivildienst oder soziales Jahr bringt insofern etwas. Zum einen ist es für uns wichtig, weil wir mehr Mitarbeiter dadurch bekommen. Zum anderen denke ich schon auch, dass dadurch einfach der Beruf stärker in die Öffentlichkeit wieder gerät und vielleicht junge Leute anspornt, diesen Beruf zu erlernen. Eines der Themen wird sein, wie können wir akademisieren? Ja, viele Menschen wollen studieren, wollen sich ja wirklich auch hochqualifizieren und ich denke, dem sollten wir entsprechen. Und gleichzeitig natürlich auch schauen, was brauchen die Menschen, wenn sie pflegebedürftig und alt sind? Denn wir werden in Zukunft immer mehr Menschen haben, die unsere Hilfe hier benötigen. Wir sollten dieses Thema auf Bundesebene diskutieren und wir sollten es groß machen. Ansätze und Ideen gibt es, doch man ist spät dran. Zu spät? Wie anfangs gehört, werden laut Prognosen 2030 über 260.000 Pflegekräfte allein in Bayern fehlen.
Kann man denn die Zeit von 11:55 wieder zurückdrehen? Wenn man die Hilferufe aus der Pflege auf der einen Seite hört und dagegen mit Stefan Stracke spricht, könnte man meinen, die Politik hätte den Ernst der Lage noch nicht ganz erkannt. Insofern glaube ich, dass wir derzeit eine sehr, sehr gute Pflegesituation haben. Allerdings für diejenigen, die pflegen, ich meine hier die Fachkräfte und hauptamtlich gesehen, ja, da merkt man schon immer mehr, es verdichtet sich Arbeit, es ist ein emotional und körperlich sehr schwerer, anspruchsvoller Beruf. Und deswegen stellen wir ja auch die Weichen entsprechend und diskutieren auch, wo können wir hier Veränderungen vornehmen. Und das tun wir beispielsweise auch mit der Entbürokratisierung. Wir haben jetzt Vorschläge unterbreitet den Einrichtungsträgern, wie könnt ihr hier sicher entbürokratisieren, auch dass es haftungsrechtlich passt. Sie müssen es jetzt auch tatsächlich umsetzen. Es liegt also an den Einrichtungen, sagt die Politik. Wir brauchen Hilfe, lautet die Antwort. Es scheint, als würden die Parteien aneinander vorbeireden. Und das ist vielleicht das Hauptproblem. Dass alle Gremien, ob das Pflegekasse, Politik, die Wirtschaft oder auch die Basiselemente, gemeinsam an den Tisch setzen und dadurch neue Konzepte entwickeln und entfalten können. Es gab ja den Pflegegipfel mit der Frau Hummel vor circa 3 Wochen. Ich glaube, hier kommt gerade was in Gang, wo alle Vertreter, alle Schlüsselakteure, Politik, Trägervertreter, aber auch Pflegekassenverbände und die Bezirke miteinander diskutieren sollten, und zwar auf Augenhöhe, was denn für die Menschen, die pflegebedürftig sind, das Beste ist. Man kommt also langsam in die Gänge. Doch es bedarf wirklich eines Meisterwerks, das Ruder jetzt noch herumzureißen. Haben die beteiligten Akteure denn überhaupt noch Hoffnung? Gar nicht optimistisch. Nee, ich glaube nicht. Also, weil ich sage jetzt mal, das ist jetzt in jedem Jahr eigentlich bloß schlimmer worden, anstatt dass irgendwie mal halt eine Besserung in Sicht ist. Ja. Und deswegen, ich hoffe, es wird mal besser, aber ich glaube es irgendwie nicht, ja. Also ich habe Hoffnung, dass es besser wird, wobei ich noch nicht so genau weiß, was man tun muss, weil einfach die demografische Entwicklung dem in die Quere kommt. Zu spät ist es ja nie, aber wir sind schon sehr spät dran. Auch wir sollten jetzt etwas tun. Es gibt nichts, was man nicht machen kann. Ein erster Schritt wäre aber schon einmal erreicht, wenn man darüber sprechen würde. Untereinander, aber auch in der Gesellschaft. Denn das Thema Pflege geht früher oder später eben uns alle etwas an. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Magazins angekommen. In 4 Wochen sind wir wieder hier. Nächste Woche geht es aber erstmal ins Unterallgäu, denn der Landkreis feiert ja bekanntermaßen sein 45-jähriges Jubiläum. Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt aber erstmal einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis bald.